Was geht ab, Monasie Fighter? Und heute zum LF-Freezer-Guide, wie man ihn von 0 auf 100% bringt. Denn momentan auf der globalen Seite ist es ja ein aktuelles Thema wegen der lf freezer Campaign Und auch an der Stelle danke für euer Feedback. Ich habe euch da gefragt, ob ihr da einen Guide sehen wollt oder nicht. Ob da Interesse dabei ist, ist auf jeden Fall dabei. Deswegen sind wir heute hier im LF-Freezer-Guide und gucken uns dementsprechend mal alle Informationen genauer zu unserem Boy an. Ist natürlich ein Free-to-Play-Charakter. Wir schauen gleich, wo man ihn bekommen wird. Lasst uns erstmal die Informationen aus der Freezer-Kampagne... Holen. Was bekommt man oder was muss man machen? Im Endeffekt ist, ist diese Kampagne online, damit wir es einfacher haben, LF Freezer zu awaken. Und wenn wir ihn dann schlussendlich zum LR-Status bringen, auf SA20 und auf 100% im Dupe-System, bekommen wir 30 Stones dafür, dass man ihn quasi zum LR-Status awaked. 10 Elder bekommen wir zurück, wenn man ihn auf SA20 bringt. Und wir bekommen die Anzahl an Orbs, die gelistet ist, wenn wir ihn, also die Anzahl an Strength Orbs natürlich, wenn wir ihn auf 100% bringen. Diese drei Missionen, Freunde, sind nur während der Kampagne online. Die LF Freezer Kampagne ist noch bis zum 22. November 2018 1.59 online. Aber wenn wir ihn dann noch zusätzlich auf 100% kriegen... Bringen, beziehungsweise wenn wir das machen, bekommen wir zusätzlich dazu noch einen LR Tech Ginyu, also ein Dupe für LR Tech Ginyu hier an der Stelle. Diese Mission jedoch, dies ist permanent online. Heißt auch nach der Kampagne, wenn ihr ihn erst nach der Kampagne auf 100% bringt und dabei muss er nicht unbedingt auf dem lr Status sein, es kann auch der anfangs sein, also der SSR beziehungsweise UR-Freezer, dann bekommt ihr diesen Ginyu hier an der Stelle. Alright, außerhalb davon, wie gesagt, sind gewisse Sachen online, damit wir das ein bisschen einfacher haben. Zum, zum einen sind die Seminar halbiert während dem Zeitraum, das, den ich euch genannt habe, bis zum 22.11., in dem wir quasi die Seminarkosten zahlen müssen für die Freezer-Kampagne, sind an der Stelle halbiert. Charaktere von der Ginyu Force kategorie erhöhen die Drop Rate, darauf komme ich gleich raus zu sprechen, ist sehr wichtig. Die Super Strike-Events sind online, warum sind die Super Strike-Events online? Denn, um Freezer zu, zu farmen, kann man nur Charaktere benutzen, die aus einer aus einem Event gejobbt sind. Und dazu gehören auch die Superstrike-Charaktere zum Beispiel. Also im, im Endeffekt Free-to-Play-Charaktere, die aus einem Event gejobbt sind. Und das müssen auch Events sein und nicht aus der Story-Quest oder aus den login -E etc. Sie müssen aus dem Events gejobbt sein, wie, wie gesagt, ja. Und genau, jeden Tag ist quasi in dem Zeitraum der Strength-in-Potential-Orbs-Stage online, damit ihr da damit ihr Orbs für alle Freezer farmen könnt. Okay, wo bekommen wir den L.A. Freezer? Und zwar aus seiner eigenen Stage. Die Stage ist wie gesagt momentan daily online nach der Kampagne ist sie immer jeden Sonntag online. Das ist die normale Routine. Und zwar findet ihr das hier. Gucken wir uns erstmal die Stage an. Was gibt es für der Stage zu sagen? Wir fangen mal ganz, wie gesagt, von 0 auf 100 an. Also, wie, wo bekommt ihr den Freezy und was müsst ihr tun, damit ihr alle Rewards bekommt aus der Kampagne und ihn auf 100% bringt, SA20 und auf den LR-Status. Also, Stage 1, ganz von Anfang an angefangen. Auf Stage 1 droppt Freezer garantiert einmal, wenn ihr die Stage zum allerersten Mal macht. Danach habt ihr eine 1%ige Chance, dass eine weitere Kopie von Freezer droppt. Ihr macht diese Stage nur einmal, Freunde, und das war's auch. Holt eure Kopie, falls ihr es gemacht habt, quasi wenn ihr es zum allerersten macht und gut ist. Auf Stage 2 bekommt ihr die Medaillen, um ihn von der UR-Version auf die TUR-Version zu bringen. Dafür braucht ihr 15 Medaillen und dann habt ihr ihn, den Boy auf, den, auf der TUR-Version. Dann, um ihn quasi von der TUR-Version, das wäre jetzt Stage 2 hier, um ihn auf die, von der TUR-Version auf die... LR-Version zu bringen, braucht ihr die LR-Medaillen. Und hier braucht ihr die Medaillen aus Stage 3 oder Stage 4. Denn sowohl aus Stage 3 als auch aus Stage 4 droppen die Medaillen. Aber es gibt einen Unterschied. Zum einen, auf Stage 3, auf Stage 3 ist er vom Strength-Typus, auf Stage 4 ist er vom AGL-Typus. Aber aus Stage 3 wie ihr das entnehmen könnt, droppen nur Medaillen zwischen 25 und 20 Mal zu der Drop Rate zum Prozentsatz, das euch angezeigt wird. Und zwar brauchen wir 777 Medaillen, um ihn zum LR Schadlust zu awaken. Auf Stage 4 jedoch droppt Medaillen oder auch der Charakter. Der Charakter droppt hier zu 15%, die Medaillen zwischen 0 und 10 Mal, aber nur droppen hier zu 85%. Heißt, wie gehen wir hier vor? um LF Freezy von 0 auf 100% zu bringen. Und zwar braucht ihr erstmal 14 Kopien von Freezer. Warum 14? 4, um die um die Pfade im Dupe-System zu öffnen und 10, um ihn von SE1 auf SE10 zu bringen. Okay? Eine kurze Anmerkung. Wenn ihr ihn quasi komplett Free-to-Play auf SE20 bringen wollt, dann braucht ihr noch einen... Freezer auf se 10 den ihr auch zum LR Status bringen müsst, um ihn dann als Trainingspartner zu nutzen für den, den ihr auf 100% bringen wollt, damit ihr ihn komplett free to play auf se 20 bringt. Ich habe ab se 20 quasi von se, 20 auf SE, von SE 10 sorry, von se 10 auf se 20 Elder Kai benutzt, beziehungsweise um es besser zu sagen, die Sleeping Kai, da meine Chance versucht mit den 30% und dann Grand Kai, die Strength Grand Kai benutzt. Warum? Denn wir bekommen ja 10 lr Kai zurück, heißt, wenn ihr da Grand Kai und Sleeping Kai reinsteckt, dann bekommen wir, bekommt ihr quasi. 10 Elder zurück und Elder könnt ihr statt den Grand für jeden Typus verwenden. Das wäre quasi so ein kleiner Vorteil. Also, wenn ihr Strength, sag ich mal, Strength Grand habt, würde ich euch empfehlen, nutzt von 10 auf 20 die Strength Grand damit ihr Elder zurückbekommt. Oder quasi, wenn ihr es komplett auf die Free-to-Play-Schiene machen wollt, müsst ihr quasi euch noch einen holen, nochmal für den 77 Medaillen farmen. Im Endeffekt braucht ihr dann zwei Kopien von Elder-Version und müsst einen als Trainingspartner benutzen für den, der auf 100% ist. Okay. Heißt, unser Vorgehen ist folgendermaßen. Wenn ihr Freezer quasi nur eine Kopie habt oder noch nicht alle 14 Kopien, dann macht ihr immer Stage 4. Ihr macht Stage 4 so lange, bis ihr 14 Kopien von ihnen habt. Oder dann noch 10 zusätzliche, wegen SE 10, Free-to-Play SE10 auf SE20 bringen. Aber wir reden mal einfach darüber, dass ihr quasi 14 braucht. Dann. Danach geht ihr zu Stage 3 und tut die Medaillen aus Stage 3 farmen. Die restlichen Medaillen, die ihr braucht, tut ihr aus Stage 3 farmen, weil aus Stage 3 droppen mehr Medaillen. Okay? Um es kurz zusammenzufassen, den Krack, wenn ihr, wenn ihr die Freezer noch nicht habt, die Anzahl an Freezer-Kopien, die ihr braucht, dann macht ihr so lange Stage 4, aber wenn ihr die Anzahl der Kopien habt, dann macht ihr Stage 3, Freunde. Welche Teams nutzt ihr? Nun, da während der LR freezer kampagne die giniforce force die eine erhöhte Jobrate haben. Nutzt ihr auf jeden Fall euer Free-to-Play-Ginyu-Team, aber mit einer kleinen Änderung, nämlich ihr müsst Planet Namek Gohan als eigenen Leader nehmen, denn der Ginyu, Ginyu gibt ja Kipplus plus 3 und 100% für jeden Ginyu-Force-Charakter, der ist aber nicht aus einer Stage gejobbt, heißt ihr könnt ihn gar nicht mitnehmen für das Event, deswegen nehmt ihr diesen Gohan hier als Leader, denn der gibt den Planet Namek-Saal-Charakteren. Äh, Keep plus 3 auf HP und 70 und euer restliches Team schmückt ihr mit den Ginyu Force Charakteren, die aus der Stage gejobbt sind, das, das sind diese, die ihr hier seht. Warum? Denn sie erhöhen, wie gesagt, die Jobrate und mit dieser Konstellation kommt man auf 150% Jobrate. Was heißt das? Das heißt, dass zu 100% ein weiterer Job dabei ist. Sagen wir mal, wir jobben jetzt hier aus Stage 3 5 Medaillen, dann jobbt aber zu 100% noch was, also nochmal eine Anzahl an Medaillen zwischen 25 und zu 50% kann dann nochmal was jobben. So funktioniert unser Drop Rate. Ihr müsst aber nicht unbedingt als Friend Gohan nehmen, denn wenn ihr einen anderen Genie Force Charakter mitnehmt, schauen wir, ob ich einen finde, dann bekommt ihr quasi seine Drop Rate, den Prozentsatz noch dazu. Ich gucke mal, was das ausmacht. Aber auf der anderen Seite haben Sie dann natürlich nicht den Leader-Skill wie den von Gohan? Gucken wir mal, was für Leader-Skills Sie die haben, zum Beispiel an der Stelle. Der gibt Ja, die geben nur Ihren Typus einen typ, in, äh, in Boost, einen Leader-Skill. Zum Beispiel, Ginyu gibt nur In-Charakter, gibt nur HP 30%, heißt, vom Friend würde nur Ginyu ein Team bekommen. Und unsere Jobrate würde sich zwar erhöhen auf 180%, aber man würde es vielleicht ein bisschen schwerer haben, weil nur ein. Linkskill oder ein Leader Skill besser gesagt nur ein Leader Skill aktiviert ist, der auf das ganze Team zutrifft und der Friend trifft dann nur quasi auf den Friendzone auf den Typus. Deshalb würde ich eigentlich dazu raten, auf jeden Fall Gohan als Friend mitzunehmen. Wir sind zwar nur 150%, aber damit kommt man auch gut durch, Freunde. Vertraut mir. Ich habe das in zwei bis drei Stunden durchgemacht. Naja, vor ein paar Tagen. 2 zwei bis drei Stunden hatte ich dann den Freezer komplett gegrindet. Lass uns mal ganz kurz die Stage machen, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Wie, ob es schwer ist mit dem Team oder nicht. Kann man auf jeden Fall machen an der Stelle. Ähm, mit dem, wenn ihr quasi, wie gesagt, einen anderen... Friend nimmt, also ein Ginyu Force Friend, um die Rate zu erhöhen. Müsst ihr mal testen, ich habe es nicht getestet, aber ich bin mir sicher, dann müsst ihr quasi dann ein bisschen mehr aufpassen, was ihr in der Stage macht, wie der Kampf vorangeht, weil dann quasi nur ein Leader-Skill, der von Gohan für das ganze Team zutrifft und der vom Friend nicht für jeden Charakter. Aber es kann man auf jeden Fall trotzdem schaffen, wenn ihr die Schiene nehmen wollt, nimmt es. Ich habe es mit dem Gohan gemacht, also Friend Gohan und mein eigenen Leader als Gohan und das hat wirklich sehr gut geklappt. Ich habe da ein bisschen durchgetippt und dann hatte ich das, wie gesagt, in zwei bis drei Stunden durchgehabt, mit meinem Freezer auf 100% gebracht. Ähm, außerhalb davon gucken wir uns danach kurz an, wie man Freezer im Dupe System skin sollte, wie es aussieht, wie man auf 100% bringt, wie man die Preise bekommt, wo man die Preise bekommt aus den Missionen. Ich habe nämlich schon alles gemacht, wie gesagt, und bekomme dann quasi alles. Wir sind auf Stage 3. Hier dropp nur die Medaillen, wie gesagt, Freunde, wenn ihr schon alle Kopien für Freezer habt, sei es nur für den mit SC10, 4 Dupes offen oder dann auch, um ihn quasi free auf SC20 zu bringen. Dann braucht ihr insgesamt 24 Kopien. Wenn ihr diese habt aus Stage 4, dann macht ihr immer bitte Stage 3, weil da droppen nur die Medaillen und da droppt eine erhöhte Anzahl von Medaillen. Genau, Freunde. Außer davon, weil euch das Ganze bisher schon gefallen hat und ich euch helfen konnte, lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu da seid, Freunde, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, meine OBSI-Fighter. Alright, dann sind wir hier quasi in der Konstellation. Ihr könnt auf jeden Fall einen Gohan immer in einer Rotation lassen, weil Gohan macht da echt gut Schaden, aber auch die anderen Genie-Force-Charaktere. Auf Stage 3 ist er vom Strength-Typus. Ihr müsstet jetzt nicht unbedingt. Zum Beispiel, weil ihr könnt zum Beispiel auch die Planet Namek saga charaktere mitnehmen, die aus einer Stage gejobbt sind. Zum Beispiel den free to play piccolo weil der bekommt ja auch den Liskel von dem Gohan. Aber den müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen, weil der gibt keinen kein Boost auf die Jobgrade. Nehmt euer Force team Freunde. Ihr müsst da nicht wirklich einen äh, weiteren Piccolo mitnehmen, nur weil er einen Typenvorteil hat. Die Charaktere, die wir hier haben, die machen das auch auf alle Fälle. Da müsst ihr euch echt keine Probleme haben, wenn ihr das Team so habt, wenn ihr das Team wirklich so habt, wie ich es habe, alle auf 100% alle gefarmt, dann schafft ihr das Event auf jeden Fall. Und genau, lasst mich wissen, Hattet ihr die Probleme oder seid ihr da gut durchgekommen mit der Freezer-Kampagne? Hat irgendwas nicht gestimmt? Habt ihr irgendwo Fragen an sich? Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig vorhin in den Kommentaren, auch als Privatnachricht, tut Twitter, Discord, auf jeden Fall könnt ihr mich gerne anschreiben. Ähm, müsst euch nur auf eine Antwort gedulden, ich versuche immer so oft wie möglich meine Mails zu checken, aber kann auch mal sein, dass ich ein, zwei Tage keine Zeit habe. Ist aktuell gerade so, vielleicht habt ihr es gemerkt, aber wie gesagt, schreibt ruhig und ich bemühe mich quasi jedem zu antworten, sofern es in meiner Macht steht, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ist vielleicht hat es bei dem... Und habt ihr gesehen, wie viele gedroppt sind? Habt ihr gesehen, wie viele gedroppt sind wegen der Jobrate? Nehmt ihr auf jeden Fall mit. Ähm, wegen einem Glitch ging, glaube ich, durch. Und so ist es so, wenn ihr LF-Freezer schon auf 100% hattet vor der Kampagne, dann bekommt ihr alle Missionen. Dann bekommt ihr sie. Ihr müsst euch nicht nochmal einen LF-Freezer holen. Aber bei einigen, die das gemacht haben, die konnten ihre Missionen nicht abholen. Das war ein Glitch. Wie könnt ihr das umgehen? Wie könnt ihr die Mission trotzdem holen? Seht ihr, also die Drop Rate hier an der Stelle läuft auf jeden Fall sehr gut. Ähm, indem ihr quasi zum Beispiel einfach ins Hinpotential-System geht, einen Knoten deaktiviert vom Freezer und diesen dann wieder freischaltet, dann bekommt ihr quasi die ganzen Missionen. Ähm, ist bei manchen zugetroffen. Bei mir war es, beziehungsweise bei mir war es nicht so. Ich hatte ihn davor nicht auf 100%. Ich habe ihn dann dadurch erst auf 100% gebracht. Und zwar sieht der Ganze dann so aus. Aber wie gesagt, falls es bei euch aufgetreten ist, dann könnt ihr quasi einen Knoten deaktivieren. Und beziehungsweise müsstet ihr dann... Knoten deaktivieren ist gleich gesagt. Ihr müsstet eigentlich hier einen Knoten changen. Also so einen deaktivieren und dann wieder aktivieren, zum Beispiel. Aber dafür müsst ihr dann quasi eigentlich ja Stones verschwenden oder Ding. Hm. Also würde ich euch dazu eigentlich nicht raten. Vielleicht geduldet ihr euch. Vielleicht kommt da noch ein Feedback von Seiten Spandai, weil es ein Fehler ist, weil es viele nicht abholen konnten aus der Mission. Wir schauen uns gleich an, wo ihr sie abholen könnt. Mein Freezer habe ich auf S20 Crit gebracht. 6 Edition Attack. Warum? Den Boy hier auf jeden Fall. Der braucht die crit Denn der hat so, sage ich mal, keinen Boost durch die Ulti, die man in Edition Attack geben müsste zumal Elecrakt Direa eh nach einer Edition Attack. Die erste Ulti macht. Also geht ihr ruhig bei ihnen auf Crit. 20 Crit an der Stelle. 6 Edition Attack. Und die Mission, wie gesagt, wenn ihr alles geschafft habt, holt ihr aus dem der Mission Section Ihr seht schon, da wird es bei mir angezeigt. Die habe ich nämlich gemacht. Die 30 Sons habe ich schon geholt. Aber die anderen Sachen bekommt ihr dann hier an der Stelle. Die 10 Kai wenn ihr ihn auf SD20 bringt. Und die Orbs, wenn ihr ihn auf 100% bringt. Oder noch zusätzlich den Ginyu, wenn ihr ihn auf 100% bringt, Freunde. Und so viel zu dem. Free to play alle Freezer Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend helfen von 0 auf 100. Jetzt ist ihr Bescheid, wie ihr ihn bringt, auf jeden Fall. Welches Ganze gefallen habe, Freunde, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Gebt einen ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.